Podcast. Es war einmal in einer weit entfernten Galaxie. Zwei Aliens, die überkrasses Alien-Dope gesmoked haben. Yo, Bro, hast du gehört? Dieser Ruffle Productions hat jetzt einen eigenen Podcast. Krass, Mann. Ein Oddcast? Haben die krass oder was? Nee, leider nicht, aber guck dir das mal an, das ist echt so krass. Warte, ich zeig's dir. Hier, guck. Hallo und herzlich willkommen zu League of Legends. Zusammen mit dem Levin. Bambutstock auch, kennt man. Ach so, geht schon los. Geht los. Hi. Haha. Ich sah nicht so, als hätte ich 3, 2, 1 gesagt. Ich habe gerade YouTube geguckt. Also. Okay, passiert. Ja. So, wir reden über heute über ein Thema. Ja. Genau, okay. Also, die sind ja dann aber schon so einen Meter mehr. So um Dreh sind die ja schon groß. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, nee, aber. Aber dass die 42 Dinger im Mund haben, ist halt übel krass so. Überleg dir mal, wie viel hat ein Mensch? Bestimmt so 20 rum, würde ich jetzt mal direkt schätzen. Ja. Ist halt verrückt auch schon ein bisschen. Ja. Was sagst du so von der von den Farbtönen her? Ich finde es gut. Die haben sich auch gut im Mittelalter noch aufgehalten, wo es noch schwarz-weiß war halt, ne? Richtig, und dann haben sie sich halt auch fortentwickelt. Ja, das ist was anderes wie im Mittelalter dann. Ja. Weil das ist ja dann nicht wie im Mittelalter, das ist ja dann wann anders so. Ja. Muss man auch unterscheiden, also muss man auch differenzieren. Aber gibt's die in Deutschland? Gute Frage. Was denkst du? Also bestimmt so in so Züchtungsverhältnis-Sachen so, aber... Ja. Denkst du, also so freilaufend? Vielleicht ist da einer ausgebüxt. Meinst du? Könnte sein. Schau mal, wo der bricht ein bei dir? Natürlich gefährlich. Lass mir mal Zeit, bitte. Ich muss noch ruhen. Ja, aber stell dir mal vor, dann wirst du so angegriffen von so einem Ding. Von so einem. Vor allem gerade durch das Schwarz-Weiß sind halt richtig gefährlich so. Und dann sehen das vielleicht manche Menschen auch nicht. Weil wegen Schwarz-Weiß-Schwester. Und deshalb auch, ja. Schon gefährlich dann auch. Ja. Aber gut, ne? Aber müssen die halt wissen. Aber ich glaube, die sind auch ziemlich abgeschreckt von den Menschen. Glaubst du? Ja. Sie haben aber auch eine gute Thermoregulation. Problem bei denen ist halt, die können sich gut tarnen, weißt du? Ja, die richtig. Ja. Weil die sind halt auch getarnt dann, wenn die sich tarnen so. Ja, die können auch die Farbe ändern, ne? Das weiß ich jetzt nicht genau, aber wenn die so in so einen Farbtopf springen, dann sehen die bestimmt anders aus. Nee, ich glaube, da gibt es wirklich so ein paar, die können die Farbe ändern. Ja? So ganz selten, ne? Ja. Ja, da kann ich dir nichts zu sagen. Das könnte natürlich sein. Ja. Aber das sieht man ja dann. Aber so von der Gefährlichkeit her, was würdest du sagen so auf einer Skala? Von was? Skala von... Schon so, nee, ich würde sagen so 1 bis 3 und 4. 3 und 4? Ja. 1 bis, ja, das ist eine schwierige Frage. Ja, musst du jetzt sagen, ne? Ich würde sagen, man könnte sich unterhalten, ja. Das ist so, ja, doch, ja. Ja, man kann sich unterhalten. Wo leben die denn am häufigsten? Leben. In vor allem, wo verbreiten die sich? Ja, auf welcher PUBG-Membets? Denkst du eher wie Candy oder eher Rangel? Ich würde dann doch eher vielleicht... Was sagst du von Kao? Was hältst du von Kao? Ja, die Map, könnte sein. Die Map ist natürlich gut für die Wesen. Richtig. Aber stell dir mal vor, jetzt auf der Schneemap kann man sich schon gut tarnen auch dann. Ja gut, aber dann sind halt auch schwarz so, wenn du dann plötzlich so einen Schwarzen siehst. Klar, aber wenn es jetzt halt so überwiegend weiß ist, dann... Ja doch, ja.
Weil die sind ja auch zum Großteil weiß. Ja, eben. 90% glaube ich. 90%, ich, ja, müssen sein. Habe ich gestern sein. Früh in der Zeitung gelesen. 90? Sicher? Ja, ungefähr. Okay. 90%. Okay, 90. Hätte ich ja nicht erwartet. Aber es gibt auch berühmte, gell? Ja. Mhm. Es gibt ja, so da reden wir später drüber. Okay. Weil ich fühle mich gerade nicht so danach. Ja, hast du schon was von den, davon gelesen, seit wann die so auch leben? Oder hast du seit dich wann? Dann... Ich glaube, die sind so mit den Dinosauriern groß geworden auch. Mit den Dinosauriern, ja. Ich glaube, es sind doch noch welche, die leben, die auch noch in der Zeit, den, also früher halt noch gelebt ja. haben auch. Ja. Wo auch noch, Dinos da waren. Dinos? Ja, nee, aber ich meine jetzt von, die sind ja auch meistens so allein unterwegs, so Straßenbanditen-mäßig. Meinst du nicht, dass die so eine ganze Gang haben? Nee. Also die größeren nicht. Ich denke, so kleinere laufen schon mit ihren, Mit ihren Homies rum. Nee, nicht direkt, sondern eher so von Geschwister-Mutter-Seite. Ach so, Familie meinst du jetzt? Nee. Aber so müssen die aber auch wissen. Ach so, ja. Ne? Ja. Weil ich habe gehört, die essen auch viel. Meinst du? Bestimmt. Schon ziemlich dick. Also ich denke, so in ihrem Leben bestimmt so 7. Ungefähr. Also könnte ich mir schon gut vorstellen. Das kommt mir schon glaubwürdig rüber, wie du mir. Ich kenne mich ja nicht so gut aus mit den Dingern. Ja, deswegen bin ich auch da. Ach so. Ich will dir ja auch helfen, als Mensch. Ja, ist halt auch eine gute Lektion so, dass man das so mal. Muss man auch wissen, ich finde. So ja, Tiere, also so Sachen, die sind halt auch schon wichtig für unser Ökosystem auch. Vor allem, wenn der schon so Richtung Klimaschutz abweist. Vor allem Merkel. Ja. Würde ich da auch zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich finde nicht, dass man, Nicht? Weißt du, wo der Name herkommt? Der Name? Von denen? Ich würde schon sagen, aus dem Ostchinesischen. Ja, kommt hin. Kann ich mir gut vorstellen. Wegen auch Kung-Fu belastend. Ne? Aber denkst du, das ist zu 100% geklärt, die Herkunft des Namen? Weil, guck mal, früher haben wir nicht so viel... Also ich weiß nicht, ob ein Mensch lebt halt noch keiner. Keiner mehr von früher halt, wo die gelebt haben, weißt du? Ja, ich verstehe. Ich verstehe auch deine Bedenken. Ja, muss man wissen. Ja, sollte man auch. Ja, muss man gucken halt dann auch. Also wenn man sich selbst als Mensch engagiert, als aktiver Mensch, dann sollte man sich da schon fragen, warum man das genau macht. Also verstehst du mich dann? Ja, voll und ganz. Bin gerade ganz bei dir. Danke. Ich finde es aber auch schön. Oh Leute, wo kommt der auf einmal her? Ich finde es auch schön, dass man sich auch über so wichtige Themen einfach mal überhalten kann. Ja. Vor allem auch dann so abends. Vor allem auch über halt so Dinge halt einfach. Ist halt wichtig auch so. Richtig. Ich meine, viel zu viele Leute denken da gar nicht mehr dran. So. Richtig. Weil ich finde, die sind ja auch schon bedroht. Die CDU-Wähler dann. Ja, die sind dann auch schon bedroht. Ja, so man kann vorne. Sie auch noch schlecht retten dann. Richtig, weil ich meine, wenn sich keiner drum kümmert... bedroht vom Tod. Ja. Wenn es kann, ja eben. Vom Sterben, ne? Ja, genau. Vom äußeren Sterben auch. Wenn ich ehrlich bin. Ist halt... Ja, weiß man nicht. Man hätte früher was ändern sollen. Hätte man machen sollen, ja. Wäre cool gewesen. Hätte schon ganz früh anfangen sollen damit. Ja, durchaus. Bin ich absolut deiner Meinung. Ich sag nicht, dass es zu spät ist. Aber es ist schon zu spät irgendwie. Ja, schon zu spät. Ja, durchaus. Ja, ist halt... Ja, ist halt schwierig. Ist auch ein schwieriges Thema. Ja. Ich meine, die Menschen wissen auch nicht, wie man damit umgehen soll. Ja, mit eben. Mit so einer wichtigen Sache. Es reden Sache. Auch viel zu wenig Leute. Richtig. Aber gut, kommen wir wieder zurück zum Thema, Ja. Also du hast gesagt, wie findest du, wie die ihre Weise zum Leben haben? Was sagst du dazu? Warte kurz.
Also bist du da im Thema drin? Also Bro, ich weiß ja nicht. Die leben auf dem Boden, glaube ich, ne? ich finde Also aber sie auch mit so eher größer. kann. Können. Könnte sein, oder? Die haben manchmal Flügel, gell? Kommt drauf an, ob die jetzt von der Genstruktur her vergrößert oder eher verkleinert sind. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Also ich habe mich da auf dem Gebiet schon ein bisschen befasst mit. Aber, Ich habe so Ich das Gefühl, du glaube. nimmst den, ich habe so das Gefühl, du nimmst den nicht ganz ernst. Doch, doch, nur, das ist alles glaubwürdig, so weißt du. Nur, das ist Ja. halt wirklich ein interessantes Thema für mich auch und das ist schon wichtig, würde ich sagen. Ja. Ja. Richtig, es ist wichtig. Ja, dass die Leute das auch wissen jetzt, dass ihr das jetzt auch auf YouTube, hallo, darf ich mal sagen, hallo? Ja, kannst du ruhig sagen. Kannst du ruhig Dass ihr sagen. das jetzt mal erfährt hier. Damit ihr auch mal Was soll wisst. das eigentlich? Also die Armen, ne? Das sind richtig. Ja, eben. Guck dir die mal Wer, an. ich Die meine, sind richtig wer traurig kümmert sich denn um unterwegs. die? Wer Niemand. kümmert sich um die? Niemand. Eben. Auch warum denken sich die Leute auch? Eben. Warum sollten sie es? Aber es ist wichtig. Es Ihnen ist bringt es eh wichtig. nichts. Es ist Ja. wichtig. Na gut. Ihr müsst halt. Ihr müsst es verstehen. Ganz ehrlich. Es kann nicht sein. Es kann Das sind nicht sein, auch. wie ihr hier damit umgeht, ja? Das sind auch. Die haben es auch verdient. Richtig, das sind auch Lebe. So. Nur Ne? weil sie im Mittelalter hängen geblieben sind mit dem schwarz-weiß Infekt da, Alter. Ja, richtig, richtig. Du nennst den Hasen beim Schwanz. Ja. Du Das ist nennst der ihn größte beim Schwanz. Grund, warum die Leute. Die verstehen es aber nicht. Weil Ja, es ist scheiß aufs Gameplay, das scheiß kann ich darauf, gar dass nicht es abhaben. Drecks Game laggt. Jetzt muss auch mal hier Setrus muss gespeakt werden. Ja, da hast du recht. Da hast du recht, wirklich. Game laggt absolut. Aber es ist wichtig. Es ist aber wichtig. Das ist wichtiger als das Game. Auf jeden Fall Richtig. auch. Weil das ist ja auch nicht so wichtig. Ja, eben. Deshalb spielen wir es ja auch nebenbei. Richtig. Ja, tut mir leid, dass ich ein bisschen ausfallend geworden bin gerade, aber es ist Nee, so. Es das ist berechtigt ist auch. meiner Meinung auch in Ordnung. Es ist auch berechtigt so. Richtig, man muss auch mal sehen und auch fair stehen. Und nicht nur immer wegsehen. Ne? Ja, eben. Nicht Ist mal wegsehen, wichtig. wenn es was Schlimmes gibt. Richtig. Auch mal hinsehen. Richtig. Auch Auch mal die helfen. Situation Auch erkennen mal und helfen. helfen. Ja. Ja, Und bist du auch ja da. mal die Dinger schützen, so wie sie sind. Vor allem, Weil ich irgendwann glaube. sind sie nicht. Nee, lass mich mal. Irgendwann sind sie nicht mehr, wie sie sind. Und dann Vielleicht. denken sich die Leute, ja, warum? Also, Ne? mir kommt das ja alles sehr glaubwürdig rüber. Und du bist ja auch sympathisch, aber jetzt bist du gerade ein bisschen handgreiflich mir Ist du, gegenüber. tu mir Du lässt leid. mich jetzt nicht mehr ausreden, hä? Nee, also du bist mir gerade ein bisschen dazwischen gefunkt. Nee, ich Und meine, ich stelle ja die Fragen jetzt hier. Ich weiß auch nicht, was ja, es jetzt soll. okay. Tut mir leid, aber das liegt mir auch emotional am Herzen. Kann ich ja verstehen, aber dann lassen Sie mich bitte ausreden. Okay, unterhalten uns hier auf einer ganz sachlichen Ebene auch. Ja, natürlich. Das tut mir auch leid jetzt, wenn ich Ich ehrlich meine, bin. wir wissen beide, um was es geht. Die Leute, Die Leute ich, wissen's. darf ich Hallo sagen? Ja, darfst Die du. Leute, hallo Leute. Ihr wisst ja auch, um was es geht. Richtig. Also, Man sollte es auch wissen. Als ja. aktiver Mensch sollte man es wissen. Ihr müsst es auch lernen jetzt. Ja, ihr müsst es auch einfach mal verstehen. Ist schwer zu verstehen, kann ich auch verstehen, dass es schwer zu verstehen ist. Ja, Aber man aber muss man muss es es wissen. verstehen. Man muss es Ja, verstehen. man muss es wissen, Wenn man muss es es schwer zu verstehen, verstehen ja. ist, dass es zu verstehen ist, dann sollte man es aber auch verstehen. Dann sollte man es erst recht verstehen, ja. Ist jetzt von der, Klingt ne, komisch jetzt, ja. Physiologie, wie man sie nennt, ist Ja, es wirklich. natürlich auch philosophisch unterwegs hier. Aber muss man Ja. einfach wissen. Ist halt auch einfach so. Ist halt einfach ein Ding voller Überraschungen, meiner Meinung nach. Ja, eben. Das ist halt das Ding so. Ja. Weil was wäre es, wenn es nicht voller Überraschungen wäre? Ja. Wer würde sich sowas antun? Ja, eben. Schlechtes Gameplay. Nee, lass mal hier noch weiterreden. Das Ding holen. Ja. Ja, Ja, was sagst denn du dazu, dass die auch sich eher so auf veganer Basis Finde ich unternähren? ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Ich finde, Nee? Bist Tiere du. sollten nicht. Die sollten nicht gezwungen sein. Ich finde Aber was meinst du mit Dinger Tieren? Was meinst du mit Tieren? anderes. Genau, okay. Also ich finde, man sollte die nicht töten.
Warum? Man sollte die auch... Nein, befriedigt ist? Also, ich glaube, wir verstehen das gerade im Grunde nicht. Ich habe jetzt darüber geredet, dass die... Ich verstehe das, ja. Dass die so sind. Warum, dass ich das nicht verstehe? Nee, tut mir leid. Aber dass diese sind. Das muss ja auch nicht leid tun. Nee, die leben vegan. Ich auch. Okay. Ist auch besser so. Ist auch wirklich wichtig für die ökologische Umwelt auch. Wenn du hier sagen willst, ich soll Fleisch essen, dann kannst du, ne? Da kann man direkt weg. Ist nicht gut. Fang mit mir sowas nicht an. Kann man direkt den Hasen mengen, ne? Wie man das sagt. Ja. Aber müssen die wissen. Ja. Müssen die wissen. Gibt es noch was, irgendwas, wo du mir erzählen kannst jetzt über die, oder... Ich könnte dir noch was dazu sagen, wie die sich so verbreiten auch von der familiären Ebene her. Also ja, die sind ja auch, das ist ja auch ungefähr so ein Tag bis drei Tage, weißt du? So vom Leben her auch. Ach so. Also bis die dann so auch richtig im Leben drin sind. Also, das ist halt auch schon wichtig dann. Ja, eben. Weil wenn die halt auch dann auf die Welt kommen, weil die Familie eine Familie ist, dann ist das auch schon mal 1 oder 2, 3 Stunden lang. Ja, eben. Ja, verstehe. Kann ich wirklich verstehen. Ja, kannst du folgen, ja? Ja, ich bin ganz bei dir. Okay, ich finde es schön. Kannst du immer weiter erzählen. Ich erzähle immer weiter. Ich finde, das ist ja auch ein interessantes Thema jetzt für mich. Ja, ja. Das habe ich doch davor noch nicht so, nämlich so arg. Genau, das ist nämlich das Problem. Die Leute beschäftigen sich nicht damit. Ich merk's anhand mir selbst. Ja. Bin ich absolut deiner Meinung. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein wichtiges Thema, ein sehr wichtiges. Weil wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt? Und wann dann? Wandern. Richtig. Und wenn nicht hier, wo dann? Ne? Richtig. Ich finde, das ist genau der richtige Zeitpunkt gerade, um das... um das auch mal anzusprechen. Als Mensch auch. Aber es ist auf jeden Fall... Kannst du mir noch was erzählen? Ich finde es wirklich... Ich bin gerade wirklich dabei. Ich möchte darüber mehr erfahren und ich bin auch bereit... Ja, meistens ist es auch... sagen und beizubringen. Also. Ja, meistens ist es auch... im August oder September, dann, wenn die Familie sich gründet. Ja. Ja. Und die wiegen dann auch so. Ne, die sind dann auch so von 90 bis 130. So. Achso. Ja. Ist es. Das ist wissenschaftlich anerkannt und auch belegt. Ich hätte mehr erwartet, aber okay. Okay. Aber müssen die wissen auch so. Wenn die nicht mehr wollen, dann müssen sie auch nicht mehr. Ja. Wenn sie nicht weniger wollen, das ist ja. Ja, dann ist es halt so. Sollte man sie auch nicht hetzen, meiner Meinung nach. Ja. Weil, wer, wenn nicht die, frage ich mich. Richtig. Und wann, wenn nicht jetzt? Ja. Alleine mit dir? Was? Ja, okay. Aber, so. Und wenn die auch jetzt so aus dem östlichen Bereichen kommen, dann sind die auch bestimmt geprägt. Verstehst du? Ja. Auch so als Menschen einfach geprägt. Ja. Weil, welcher Mensch ist nicht gerne geprägt von Menschen? Verstehst du mich? Mhm. Interessantes Thema, also wirklich, ich finde das... Ich auch. Es ist auch klasse, wie du dich dafür einsetzt, ich finde das super. Danke. Das liegt mir auch im Herzen, wenn ich ehrlich bin. Das liegt mir wirklich am Herzen. Ich merke es auch im Gespräch, wie du dich wirklich dafür interessierst. Ich setze mich da auch dafür ein. Ja. Weil, ich habe ja auch schon viel von dir gelesen früher. Es ist auch eine Ehre für mich, so mit dir mal reden zu dürfen über das ganze Thema, dass ich auch mehr Problem. So privat. Das wird auch hier, das wird auch mit den Leuten geteilt. Unsere philosophische Seite soll ja auch nicht unter uns bleiben. Die soll ja ruhig geteilt werden mit den Menschen. Ja. Ich finde es auch nett, dass du auch meine Arbeit schätzt. Ja, es ist wirklich, ich sag's dir nochmal, es ist eine tolle Arbeit. Ja. Wie viel von denen gibt's denn auf der ganzen Welt jetzt verbreitet ungefähr?
Kannst du mir das sagen ungefähr? Ja. Einen Moment. Ich muss gerade kurz ein bisschen nachdenken. Ja, ja. Das sind wahrscheinlich auch nicht so viele. Ich denke, du weißt die Zahl auch genau dann. Ja, absolut. Du gehst wahrscheinlich gerade alle durch, ne? Ja, ich bin auch gerade am überlegen. Ja, ich lasse jetzt mal alles gut. 7359. 7359. Ja, ja, das sind. Siehst du mal, wie wenig es sind. Ja, nee, es sind nicht mehr so viele. Ich hab dich jetzt gerade. Wenn du dir mal überlegst. Nee, ich hab dich gerade ein bisschen auf die Schippe genommen. Sind weniger. Noch weniger. Weniger. Das glaubt man kaum. Deswegen habe ich dich ja auch gerade hier ein bisschen. Ja, ein bisschen hochgenommen. Ein bisschen hops genommen. Aber. Ne? Ist halt auch ein wichtiges Thema. So, da kann man auch ruhig mal verzeihen, wenn man sich da einfach mal für einsetzt. Auf jeden Fall, ja. Aber ist schön. Ist schön, finde ich. Auch. Ja. Das ist auf jeden Fall, was man mal ansprechen muss. Ja, es ist auch was geteilt werden muss. Ja. Für die Menschen auch. Deswegen kommt es ja auch hier auf dem YouTube. Ja. Weil es wichtig ist. Ja, klar. Wo soll man es auch sonst mal machen? Richtig. Was gibt's denn noch? Man soll es ja auch teilen. Wenn man was Wichtiges sagt, dann geht raus. Geht raus. Wenn ihr was Wichtiges habt, euch einsetzt fürs Leben, dann geht raus und redet. Reden ist das höchste Gut eines Menschen. Vor allem gerade für die dann. Oh. Und jetzt in die Richtung der Berühmtheit und der Berühmtheit der Einzelnen. Ja, wie ist es denn? Gibt es denn da so Einzelgänger, die auch benannt sind und sozusagen? Ja, durchaus gibt's. Aber die sind dann meistens in Gefangenschaft. Was ich als Mensch nicht so schön finde. Ist es auch nicht, ja. Ja, ist nicht. Ist es wirklich nicht. Ja. Aber die Leute sehen das halt nicht. Das ist das Problem in der Gesellschaft. Ja, doch. Ja, ist auf jeden Fall. Ist auch wichtig so. Ja, kannst du mir doch mal nennen oder wie? Achso, natürlich, also Bayon. Mhm. Kennt man? Ja, gut. Sagt mir jetzt halt nichts so. Ja, aber ja, das ist halt auch. Aber die sind alle, die ganzen wertvollen Menschen und auch Lebewesen sind in Gefangenschaft. Okay. Ja, das ist schlimm. Aber daran sieht man, man sollte was daran ändern. Als Fazit, so für mich. Ja. Man sollte was ändern. Man sollte auch was bewegen. Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, die Leute ändern jetzt auch was. Gratis, nochmal, darf ich nochmal Hallo sagen? Gerne. Gratis zu den Leuten. Hallo. Ist der Levin, ne? Levin ist das hier. Ja, genau. Hi. Ich finde jetzt super, dass ihr erstmal eingeschaltet habt und bis hierhin auch mal geguckt habt jetzt. Es ist wirklich Wahnsinn, was da alles dahinter steckt. Es ist der Hammer, wirklich. Es ist auch schön. Und ich hoffe, dass ihr da was dran ändert, dass ihr auch mal mit euren Gesellen darüber redet. Euch darüber informiert. Das auch natürlich. Dass ihr auch mal vielleicht bei den ein oder anderen Seiten von jetzt der anderen Wenigkeit vorbeiguckt. Dass ihr das mal von der Seite auch nochmal ein bisschen genauer erfährt, dass ihr euch da mal ein paar Gedanken drüber macht und wie ihr das auch als Menschen seht und wie ihr damit umgeht. Ja. Und dann finde ich, waren das für mich sehr entspannte 20 Minuten. Vielen Dank auch nochmal. 26 schöne Minuten, die wir miteinander mit den Menschen verbracht haben in unserem neuen Podcast, ne? Kann man auch mal so sagen jetzt. Kann man auch mal ansprechen. Es ist ein Podcast, ja. Wir reden über wichtige Themen. Genau. Ihr könnt auch gerne mitdiskutieren. Mhm. Kommentare. Ne? Kommentare. Für was hat man das erfunden? Zum Diskutieren. Genau. Zum Reden. Ja. Auch wenn es nicht im realen Leben ist, man kann auch virtuell diskutieren und reden. Ja. Okay, dann, dann danke ich dir, dass du in unserem Podcast, in meinem Podcast, in dem Podcast von vielleicht kann ich nochmal kommen, vielleicht gerne, noch mal gerne, ein paar gerne. Gespräche über andere Themen. Das ist ja nicht das einzige Thema, mit dem du dich befasst und auseinandersetzt. Ich bin ja auch in vielen Sachen involviert. Ja, klar. Merke ich auch sofort.
Ja, ja, ja. Aber ich finde schön, ich danke dir als Mensch und auch als Gastgeber, dass du in meinem Podcast reingeschneit bist. Ja, vielen Dank. Und uns hier bereichert hast mit deiner Fachkenntlichkeit, mit deinem Wissen, mit deiner Menschlichkeit auch, mit deiner unglaublichen Nettigkeit. Ja, ja. Ich danke dir da. Vielen Dank dir auch. Möchte ich mich nochmal verabschieden von den Menschen, die uns hier in unserer Lehre, in unserer Philosophie begleitet haben. Ja, ja. Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis hierhin geguckt habt. War wirklich sehr schön. Ja. Dann vielen Dank für das Zuschauen, für das Zuhören. Ne? League Game lief auch gut. Ja. Aber war gut, ne? Ja. War entspannt. Schönen Tag, morgen, Mittag, Abend, auch genau. Nacht. Wünschen wir uns. Und, gegenseitig. Ja. Tschüss. Dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ja. Ciao. Krass. Und über was reden die jetzt genau? Podcast.